Leon Salamander Kennedy und Helena die Neue sind zurück in Let's Play Resident Evil 6. Ich fürchte, das ist Episode 5. Hast du nicht mitgezählt? Nicht bin ich gut in Mathe. Du auch nicht. Ist aber ganz schön dunkel hier. Aber gut, dass wir Taschenlampe dabei haben. Da ist doch schon jemand, oder? Das war's. Nie, was sind denn das? Oh, das ist ein Hund. Das ist der erste Hund. Oder? Ja. Zombiehund. Ah, mehr Zombiehunde. Die sind schon näher. Nee, das sind Ratten. Ah. Aber die scheinen noch normale Hunde zu sein und nicht so aufzuklappen wie in. Ja, normal sehen die jetzt nicht unbedingt aus. Ja, halt, die sehen halt aus, als wären sie halt mit Hackfleisch behängt. Aber die sind doch dann in den fünften Teil immer so aufgeklappt. Genau, da geht ihnen das Maul dann so komisch auf. Aber das ist ja dann auch ein anderer Virus, oder? Das ist Las Plagas-Uroboros. Weißt du eigentlich, wusstest du, was Uroboros ist? Das ist dieses Symbol, was man ganz oft so in Fantasy-Romanen sieht. Diese Schlange, die sich selbst frisst. Ah, okay. Das nennt sich Uroboros. Wusste ich auch nicht. Das ist doch auch, ist das nicht auch das Aurum hier bei, oder wie das heißt, das Aurin? Bei unendliche Geschichte? Sich das selbst? Weiß ich nicht. Sind das nicht auch irgendwie zwei Schlangen, die sich da... Ja, das sind zwei Schlangen, aber bei dem geht es darum, dass es wirklich eine Schlange ist, die sich so, in den Schwanz beißt und selbst aufisst. Ringen da zwei miteinander? Nee, hilf ihm! Hier! Ja. Oder? Der eine war doch... Du hättest ihm helfen können und hast es nicht getan. Das glaube ich nicht. Schmeiß mich bei den Pfadfindern sofort raus. Den mach ich im Nahkampf fertig. Oh. Oh yeah. Ah, Zug! Holla. Lass mich raten, am Ende kommt raus, Tall Oaks ist in ganz Amerika dafür bekannt, dass sie diese automatische U-Bahn haben. Wetten? Wieso gab's sowas schon mal irgendwie? Nee, aber die sind doch jetzt zu faul zu erklären, warum der Zug trotzdem fährt. Oh, da ist wieder jemand da vorne, am rechten Gleis. Oh ja, stimmt. Aber die fangen schon vorher an zu brennen. Aber das ist, wie gesagt, die Nummer 1 Regel. Was ist schlimmer als ein Irrer, der versucht, die zu essen? Ein brennender Irrer. Genau. Ich glaube, du musst da gar nicht so doll reißen. Ich glaube, wenn du das langsamer und kontinuierlicher machst, dann geht dieser Balken schneller hoch. Hey! Sag mal! Oh, die vertragen aber ordentlich was. Davon nicht so viel. Aber das ist ja auch ein altes Hausmittel. Gute alte Kennedy-Stiefel. Da hinten war noch Erfahrung. Fertigkeitspunkte. Nehmen wir mit. Wann gehen wir die eigentlich aus? Müssen wir doch auch irgendwie bald mal ausgeben. In einem normalen Spiel würde eingeblendet, wenn man genug hat, was zu kaufen. Das heißt, wir gucken lieber gleich mal nach. Boah, was ist mit denen? Boah, los? Ey, wie viel vertragen die denn? Da hattest du ganz total recht. Man kann da viel leichter waggeln. Man muss gar nichts übertragen. Dadurch, dass es so viel Action ist, bin ich total abgelenkt davon, immer diese Gesundheit Orbs zu nehmen. Ich kann ja ab jetzt dein Hausarzt sein. Jetzt Orben. Oh. Orben sie. Nochmal, sieht nicht gut aus. Ist das denn... Sie haben immer noch nicht genug Gesundheit. Wollte ihm erstmal von seinem Kopf befreien. Die Hälfte hast du ja schon. Quasi bergfest. Wie heißt das? Omen at Orbi? Nee, Orbi at... Ich weiß, was du meinst. Obi at Orbi. Betet und arbeitet? Nee, betet und... Zahlt Kirchensteuer. Her mit dem Zeug. Her mit dem Zaster. So. Ja, hätte man auch vorher mal probieren können, ob man die aufdrücken kann, die Tür. Ich finde das so faszinierend. Die arbeiten den ersten Tag zusammen und haben diese synchron die Tür reindreht. Da haben sie schon voll drauf, oder? Genau im richtigen. Wo ist denn jetzt meine Taschenlampe? Aha, okay. Also geht die immer wieder aus? Verstehe ich nicht. Musst du lange genug zielen? Scheinbar. Also ich muss auf jeden Fall offensichtlich...
Jetzt ist er an. Jetzt war, ach, das ist so albern mit den. Oh, Upsala. Oh, guck mal, was sie schon hat. Siehst du das? Hey! Haben wir das auch? Guck mal, ob wir das auch haben. Vielleicht haben wir das unterwegs ins Care-Paket bekommen. Fertigkeitspunkte. Nee, warte mal. Wo war nochmal das Menü? Da. Waffen. Nee, wir haben nur. Taktisches Sturmgewehr? Wo siehst du das? Das steht mir da angezeigt. Ja, keine Ahnung, was das soll. Das, was von Anfang an steht, dass da irgendwie ein Übersetzungsfehler. Oh, hat sie was in die Augen bekommen? Oder darf man sie nicht anleuchten? Ja, nicht anleuchten. Mann, was ist das nur für ein Kollegenschwein? Wie die? Du machst bestimmt bei Battlefield auch nie das Taglight aus dem Tunnel. Die mag keine Tunnel, die mag nicht angeleuchtet werden. Du machst werden. Bestimmt auch, wenn du als Geisterfahrer auf der Autobahn bist, nie die Scheinwerfer aus. Das ist höchst, höchst unhöflich von dir. Oh, da ist der Zug. Da ist irgendwas, da liegt was am Boden, was bunt ist. Den nehmen wir. Was ist denn das? Was ist das? Schieß da mal drauf. Das ist so ein Uroboros-Ding, oder? Nee, ist das Aurin. Schlangenabzeichen, um Akten und Figuren freizuschalten. Ja, so geht das übrigens beim FBI auch. An diese Mulder und Scully, die kommen an ihre X-Files ran, indem sie irgendwo in der U-Bahn rumrennen und auf Symbole schießen. Die Serie würde ich aber gucken. X-Files Renegade. Stop, da schon. Geht's nicht weiter. Die haben ein ganz schönes Marder-Problem in dieser Stadt, oder? Überall liegen die Ich fürchte, Spuren. Das ist nicht ihr einziges Problem. Also, vielleicht auch nicht das, um Riesen-Zombies. Dass sie sich zuerst kümmern. Pass auf, das sind bestimmt Lilliputaner-Zombies in Wirklichkeit. Kann ich hier irgendwas? Ich dachte, es würde ein Zug kommen, ehrlich gesagt. Entschuldigen Sie. Ist das der Sonderzug nach Zombo? Wie schieße ich ihn nochmal? Ah, jetzt hilf ihr doch. Sehr gut. Vielen Dank. Hilfsbereit. Wie wirklich? Wir werfen nochmal Granaten. Weiß ich gar nicht. Lass mal vorhin mal. Ich weiß nicht, ich hatte sie dann plötzlich. Ah, guck mal da. Tatsächlich, man muss das. Es geht viel einfacher. Ja, hilf ihr! Nein, der frisst ihr auf! Oh. War das gerade meine Spielfigur? Ja. Also zumindest eine Hälfte davon. Aber kam da gerade eine Warnung, die ich nicht mitbekommen habe? Die Warnung hat dir deine Mutter hoffentlich in der Kindheit mitgegeben. Kinder nicht auf den Gleisen spielen. Aber ernsthaft, ich habe doch jetzt nichts übersehen, oder? Vielleicht war das in den ganzen Gekämpfe, ist das untergegangen. Das muss man immer wieder machen scheinbar. Oder merkt sich das später? Naja, wird sich das hier nicht merken. Wir hatten schon mal zwischendurch bemerkt, als wir eine kleine Pause gemacht haben, dass die Speicherpunkte extrem ungünstig gesetzt sind, wenn man eine längere, also eine richtige Bleib Pause zwischendurch so in der Mitte stehen. Vielleicht wird das gar nicht eingeblendet, wenn du so weit in der Mitte des Gleises bist, dass es eh nicht geht. Und was für eine Scheiße. So. Ja, das hat ja mal gar nichts gebracht. Vielleicht. Warte mal, ich versuche mal da durchzurennen. Vielleicht kann man da auch einfach hinrennen. Du hast ihm seinen Helm weggetreten, du Monster. So hat man Resident Evil 2 durchgespielt. Ja, immer. Ein Zug! Hey! Hä? Was soll denn das? Du standest doch in der Mitte. Hä? Vielleicht, was ist denn das für ein Quatsch? Vielleicht will das Spiel, dass du an der Wand stehst. Ich glaube, das Spiel will, dass wir aufhören. Ich bin schon so kurz davor. Also. Nee, Quatsch, so schlimm ist noch nicht, aber das war ja ein bisschen merkwürdig. Aber es will wahrscheinlich tatsächlich, dass wir irgendwie an der Wand sind dann und dann halt die zwei Knöpfe drücken. Aber ich schieße jetzt mal nicht auf die, weil ich glaube, mit Vorbeirennen, das geht ganz gut. Spart man vor allem. Das es sei denn, sie baut natürlich jetzt Scheiße und bleibt stehen. Wobei, wisst ihr, ist sie noch nie vom Zug überfahren worden. Das war immer Leon, den man gesehen hat. Immer wir. Immer wir. Was für ein Scheißtag. Das ist schon irgendwie ein ganz netter. Das sieht aber gut aus. Ja, also mit Licht können sie ganz gut. Achtung, ein Zug! So. Jetzt kommt der blöde Zug von da hinten. Ja, sie hat sich aber schön mit erwischen lassen. Aber wenigstens ist sie nicht sofort kaputt. Oh, du musst ihr helfen. Mit Feuer. Lebt die noch? Ja, gut. Ja, die ist ja feuerresistent. So
Soviel zum Thema Feuerschutz. Voll fies, wie die Köpfe dann richtig runterfallen, wenn die sich auflösen. Lauter Erfahrungspunkte. Fertigkeitenpunkte. So. Komm mal her. Schwupp. Man hätte die Zombies wahrscheinlich auf ein Gleis locken können und dann wären sie alle überfahren worden. Wenn man geschickter wäre als wir. Wenn man, genau. Und zwar wesentlich geschickter. Ich glaube, du musst wirklich ganz von dem Gleis unten sein, sonst triggert das halt automatisch die Sequenz für Hackfleisch. Ja. Ist das auch nicht weit gekommen, der Zug. Dafür, dass er eben gerade noch so schnell fuhr. Gute Bremsen. Nanu. Nanu. Aha. Kriegen wir nicht auf. Die geht dann nicht auf. Ich will mich da drin mal umsehen. Helfen Sie mir rauf. Lassen Sie mich hier nicht zurück. Hör, wo kommt der her? Oh, hast du seine Beine gesehen? Voll zerrissen. Fies. Or lack thereof. Warum wollen Sie jetzt hier zum Beispiel nicht versuchen, die zu zweit einzutreten? Weil da kein Platz ist, Mann. Ich glaube, man darf da nicht so mitdenken bei so einem Spiel. Das ist Resident Evil. Ja, du hast völlig recht. Obwohl es bei dem Kinofilm letztens ja durchaus Spaß gemacht hat, sich das mal genau anzugucken, was immer, das ist. Es macht für immer Spaß, bei Resident Evil zu überlegen, Scheiß wie dumm das ist. Aber das ist ja das Schöne dran. Jetzt mach mal was. Ach, guck mal einer an. Da ist er. Da muss man gar nicht eintreten. Oh, der steht auf. Ja. Wir gehen jetzt hin und lösen ihn aus. Stolper, stolper. Das sieht aber fies aus. Sie sahen eben gerade eher aus wie Puppen, oder? Der ist umgefallen. War da gerade ein Schreien? Mhm. Vielleicht war das aber auch hier. Im Nachbarzimmer. Ach, guck mal, die machen sie ganz vorsichtig auf die Tür. Ich habe übrigens gerade einen total verrückten Verdacht. Ich glaube, dieser Schrei gerade eben ist dasselbe Soundsample, was in dem Eminem-Song Stan vorkam, als er die Frau ersäuft. Ich glaube, es war genau derselbe Schrei. Kann das bitte mal jemand verifizieren und sagen, ob ich paranoid bin oder nicht? Also das eine kann ich sofort verifizieren. Achso, ja. Das andere nicht. Die beiden haben nicht so einen richtigen durchgehende Strategie für diese Türöffnen-Geschichte, oder? Mal treten sie voll ein, voll laut, egal was dahinter ist. Hier. Boah, wie glücklich der Kopf dann nur noch dran hängt. Ist das eine Sie oder ein Er? Ich glaube, das kann nicht mehr der Zahnarzt jetzt rausfinden. Wobei der Rest vom Körper ist ja noch da. Braucht man den Zahnarzt gar nicht. Boah, sie ist aber auch eine sportliche Matz. Guck mal, wie es ihm da der halbe Körper nur noch da ist. War das im 5. auch schon so, dass sie so zerrissen waren? Ich weiß es gar nicht. Also man konnte ihn auf jeden Fall Körperteile abschießen, aber ich glaube nicht, dass so... Ich glaube, der Torso war nicht so in so vielen einzelnen Zonen zerstörbar. Das war in Left 4 Dead gab es das auch, oder? Mit diesen, zumindest in der englischen Version. Ja. Da war das sollte es ja ursprünglich in Dead Rising auch geben, wenn man sich an die ersten Technikvideos erinnert. Mhm. Die waren ja sehr so von wegen, oh, und die werden sich dann hier verwandeln über die Zeit und dann werden sie immer schlimmer und so. Und am Ende war davon... Ja, war keine Rechenleistung mehr da. Gar nichts mehr da. Aber dafür hatten sie halt Unmengen Zombies. Ja. Mal gucken, wie das nächste oder dieser kleine Ableger wird. Den können wir euch vielleicht im Januar schon zeigen. Mit ein bisschen Glück. Oder Januar nicht, aber im Frühjahr können wir euch den vielleicht schon ein bisschen zeigen. Du sprichst jetzt von Dead Island, nicht Dead Rising. Sorry. Entschuldigung, ich hab mich versprochen. Ich meinte jetzt Dead Rising, genau. Nee, Dead Island. Dead Island. Ach, furchtbar. Aber es ist auch mit Riss, nämlich Riptide. Nah dran. Genau. Nee, und da hatten sie das am Anfang, dass sie halt in ihren Tech-Demos gezeigt haben, wie sich die Zombies über die Zeit dann verändern. Da war aber auch keine Rechenleistung für da oder keine Zeit oder kein Bock. Ach, was mit dem? Der hängt nur ab. Oh, guck mal, können wir uns mal die Stadt angucken. Aha, okay. Also es geht offensichtlich, gibt es einen Fluss und so eine Bay. Also geht es vielleicht nochmal in einen Hafen oder sowas? Würde ja irgendwie passen, oder? Mhm. Hafengegende gab es doch oft.
Wayne Comfort. Aha. Bruce hat seine Finger überall drin. Wo steht hier? Exit Shop. Leave it to Otto. Otto's Construction Company. Ach, guck mal. Die hatten da schon Dings gesehen am Anfang, wo wir dann in dieser anderen Stadt waren. Ein globales Unternehmen. Wo geht's denn hier weiter? Knopfi. Oder geht's nach Tall Oaks raus? Ja, was ist jetzt? Hey! Hey! Machen Sie die Tür auf! Schnell! Ich muss Peter retten! Bitte! So werden wir nie bei der Kathedrale ankommen. Na los, wir müssen sie da rausholen. Roger. Aufmachen! Bitte machen Sie auf! Warum? Halt rein! Nicht aufmachen! Peter! Peter! Haltet durch! Ich komme! Da ist, weißt du, ist man jetzt auch nicht wirklich betroffen, nö, worden, oder? Nö, nö, jetzt nicht so. Jetzt nicht so mitgenommen. Boah, was hat der denn? Säure! Holla! Geh mal zurück. Vor allem, man kommt gar nicht aus dem ersten Angriff raus. Stunlock quasi. Das ist dann voll gegen. Das ist echt nicht mehr der normale T-Virus. Das hat ja auch der. Das ist irgendwas anderes. Tja, ja, hier drin geht das nicht. Ich guck da an die Decke. Doch ein bisschen diskriminierend, oder? Dass sie die Zombies, die so weit spucken können, dann da reinschicken, wo das gar nicht geht. Würde mich aber auch mal beschweren. Ich muss aber eine Eingabe schreiben. Den auf den Kopf ziehen ist irgendwie ein bisschen. Du bist aber. Das schwankt aber, glaube ich, so, weil. Nee, das ist eigentlich gar nicht. Ich dachte gerade. Also, wenn du schwer verletzt bist, dann schwankt ja auch innerhalb der rote Punkt noch so sehr. Was war denn das gerade eben? Hast du das gesehen? Nee, was war da? Der ist gerade irgendwie so weiß aufgeblitzt, der Gegner. Wie viele Kugeln passen denn da teilweise in die Köpfe rein? Ich weiß auch nicht, wie sich dieser Red Dot quasi verhält. Weil der springt manchmal sehr merkwürdig. Das ist nicht immer in der Mitte. Und das obwohl. Funktioniert das vielleicht so mit Aufschalten? Haben wir das mal probiert? Das wäre natürlich super, wenn wir jetzt die ersten Folgen. Nee. Nee. Das wäre ein bisschen zu einfach. Ich meine, nicht, dass ich es dem Spiel nicht zutrauen würde, aber. Hat sie nichts mehr dabei, weil sie gar nicht mehr schießt? Ich glaube, sie will am ersten Tag nicht overperformen. Damit sie dem Chef halt ein Gefühl gibt, dass der auch noch irgendwie was macht. Ja, Heiland. Ja. Schieß mal auf den Tor, so sagt er, glaube ich, macht keinen Unterschied. Jetzt ist der eine, glaube ich. Ja, mir reicht's jetzt auch, ehrlich gesagt. Also, ist mir ein bisschen zu albern. Ach, guck mal, dieses schnelle Umdrehen, das geht immer noch, oder? Warte mal, wie ging das? Zurück und dann A? Ja, gedrückt so. Halten, okay. Aber da war noch eine Kiste. Die nehmen wir mit. Ferngezündeter Sprengsatz. Den hätten wir wahrscheinlich an der Stelle super gebrauchen können und hätten euch einen. Hau ihn weg. Einen festen. Ach, guck mal, wir haben gar keine Munition mehr. Schön. Das war wahrscheinlich total falsch, die so anzugreifen. Ja. Ja, schauen wir mal, was da, ob da quasi, ob das Licht am Ende des Tunnels ist. Ich fürchte nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.